Wunderschönen guten Abend, werte Freunde der Expertenrunde und wir machen eine wundervolle neue Expertenrunde. Ich vergesse aktuell die Begrüßung. Dieses Mal mit dem Thema Zeitschriften, weil ich mir vor kurzem einfach mal ein paar Kits zu uns bestellt habe. Ich mir dachte, Alter, die sind ziemlich hart cool. Zum Beispiel habe ich gerade eine aufgemacht und wisst ihr, was ich direkt auf der ersten Seite sehe? Es ist Werbung für Mario Tennis 64 und der Charakter, der erstmal der Spruch davon ist, hier wird scharf geschossen und der Charakter, der am größten dargestellt wird, ist Waluigi. Beziehungsweise erst der einzige Charakter, der unbedingt. Weil hier wird scharf geschossen, ist. Hätte ich Peach reingepackt. Nee. Auf jeden Fall Zeitschriften. Kennen wir alle. Zeitschriften waren in einer Zeit, als das Internet doch nicht wirklich gang und gäbe war, war das eine wundervolle, unglaublich gute Sache, wo man sich die Informationen geholt hat, die man braucht und damit auch gleichzeitig unzählige Nachmittage hat draufgelassen. Ja. Ich zumindest. Ich zum auch. Beispiel, das ist mir auch aufgefallen, dass ich die Kids uns mir bestellt habe. Die sind halt aus dem Jahr 2000 und 2001. Und du dachtest dir so, ey, die kenne ich. Ich habe mich jetzt wiedergefunden. Ich saß auf der Couch, vor mir die Kids und dann so irgendwie durcheinander und habe ich durch einen nach der anderen durchblättert. Ich dachte mir, Alter, jetzt wäre ich 8 Jahre alt. Ich durfte mir damals. Es ist was sehr schön. Ich wollte mir damals immer so eine Zeitschrift kaufen und wollte dadurch cool wirken. Habe ich da durchgeguckt. Aber ich konnte nicht lesen. Hab mir die Bilder angeguckt. Ich habe gedacht, Alter, das ist langweilig. Alter, was? Wie geht das? Was meinst du, woher ich mein ganzes Wissen über alte Spiele habe? Ich hatte damals. Das liegt daran, dass ich jede Zeitschrift gelesen habe. Ich hatte aber damals immer so Anime, also so Anime-Zeitschrift-Hefte. Langweilig. Und hab mir davon immer die Poster an die Wand gehängt. Und hab zum Beispiel immer noch an der Wohnung gehabt. Also früher, also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber hatte ich immer dran hängen. Ein bestimmt 1 Meter großes Yu-Gi-Oh! Poster. Apropos! Morgi, ich hab den Yu-Gi-Oh! Poster gekauft auf der Gamescom. Dann schicke ich dir zu die Tage. Yay. Danke, denke ich. Ja, das war umsonst, dann habe ich es einfach mitgenommen. Ich habe dir Poster gekauft, das war umsonst. Und jetzt schicke ich dir die Scheiße zu. Danke, Ricky. Bitte schön. Das kannst du auf deinen Tisch raufkleben. Das ist ein riesiges Poster. Geil. Yay. Und du warst nie ein Zeitschriftentyp, Ricky. Einfach. Ich war nie ein Zeitschriftentyp. Das wundert mich aber auch nicht. Deswegen kennt er auch kein Spiel. Fun Fact. Ja. Ich bin kein Zeitschriftentyp, ich mag nur Herzhaftes. Hey, man, aber wo hast du denn die Informationen über die Pokémänner herbekommen? Und über die Digimänner? Ich hab sie mir... Und über alle Serien, die sonst noch auf RTL 2 liefen. Ich hab sie mir angesehen. Alter, das sind nicht genug Infos, Alter. Ich hab mir halt die Serien angesehen und Pokémänner war ich froh, dass ich selber was finden konnte. Ne, Nintendo? Nicht wie heutzutage? Was? Ich konnte halt... Ich hab mir nie... Ich war damals schon nicht, ich weiß nicht, ich hatte nie Bock dazu, das durchzulesen. Ich habe lieber Sachen selber erkundet oder hab's mir dann halt selber herausgefunden, Sachen. Achso, halt, du meinst, dass ich. Achso, ich dachte, du wolltest darauf hinauskommen, dass die Spiele, Pokémon-Spiele heutzutage zu kompliziert sind. Kurze Frage. So. Ich möchte was einwerfen. Warum reden wir jetzt eigentlich mit dem Typen, der nie Zeitschriften gelesen hat, anstatt jetzt mal ein paar Erinnerungen an die Zeitschriften zu teilen. Frage. Ich blätter ein bisschen durch die Kids. Ich möchte ein paar Dinge erzählen, die mich immer so am meisten geprägt haben in den Zeitschriftendingern. Und das war, wenn E3 war. Wenn man wusste, Alter, das nächste Heft hat E3-News. Und dann wusste es, Alter, dann erfahre ich die heißen neuen Spiele-News. Ich raste aus. Das war mir überhaupt nicht, weil ich nicht wusste. Ich war ja auch älter schon. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Oh Gott, ich möchte kurz anmerken. Da ist eine riesige Werbung über 3 Seiten von einer Seite namens Gameplay.de. Und da kann man gerade geile Spiele kaufen. Mario Tennis für 120 Mark. Pokémon Trading Card Game für den Game Boy Color für 69 Mark. Oder natürlich Moorhuhnjagd für den Game Boy Color für 60 Mark. Von denen habe ich sogar mal was bestellt wahrscheinlich. Oder wenn man richtig fancy ist, kann man sich auch, haltet euch fest, für 95 Mark den City-Roller kaufen. Alter, die waren damals halt innen, was willst du? Ich weiß, aber es ist so lustig, das zu sehen. Dieser fucking City-Roller. Oh Gott. Oder was ich auch noch genau weiß, wie damals die Endzone jeden Monat rauskam und man jeden Monat dann sofort guckte, Zelda-Termin. Wie weit ist er diesmal verschoben? Und du siehst, oh, wieder einen Monat zurückgesetzt. Nice. Und die Endzone... Ja, so habe ich damals auch unglaublich gerne gelesen. Es war, ich habe die nämlich sogar, das war damals, ich wollte unbedingt ein Gamecube haben, aber ich hatte keiner, musste ich dann die Endzone lesen. Und da dachte ich mir so, Alter,
Wenn man ein Abo macht bei der Endzone, bekommt man Pikmin 2. Ich hatte nicht mal ein fucking Gamekeeper. Ich dachte mir, Alter, ich wollte immer bei so vielen Zeitschriften immer so ein beschisstes Abo machen, weil da hat man so coole Geschenke bekommen. Ich hatte nie ein Abo. Ich will dieses fucking Geschenk, hä? Ich hatte nie ein Abo. Ich auch nicht, aber ich wollte das immer, weil man hat so coole Prämien dafür bekommen. Aber du hast doch jetzt 50.000 Abos. Toll. Aber immer noch kein Endzone-Abo. Ich hatte Wollo ja damals. Hatte ich dir damals sogar eine Endzone mitgeschickt, Wollo? Ich hab dir eine mitgeschickt. Du hattest mir eine mitgeschickt? Wenn ich irgendjemandem was schicke, verpacke ich das immer mit irgendwelchen Spielezeitschriften. Stimmt, hattest du immer eine Endzone was eingepackt. Nämlich immer, ich hab auf dem Klo ein paar liegen, dann reiße ich da mal ein paar Seiten raus. Ein paar! Das ist eine Zeitschriftenhandel auf dem Klo. Ich habe noch eine ganze Zeit lang immer welche gekauft, ne? Weil auf dem Pott, da hat man doch lieber das Echte in der Hand, ne? Anstatt so mit dem Handy, ist doch scheiße. Schönes, ja, versteht, was ich meine. Schönes Printmagazin. Und dann mit der Papier in der Hand hat man direkt was da. Bitte. Oh, gute Endzone war aber auch war eine Zeitschrift, die ich dann auch sehr lange Zeit immer sehr gerne gelesen habe, weil es war halt das, was mich dann am meisten interessiert hat. Und eigentlich, aber es war lustig im Nachhinein, was da teilweise immer für Bullshit drin stand. Wie einfach eine Sache, die ich nie vergessen werde, ist mit den Prozentwertungen. Ich werde es einfach nicht vergessen, dass sie einfach fucking Mario Tennis im Singleplayer 87% gegeben haben. Das ist im Singleplayer kein 87% Spiel. Darf ich mal was dazu sagen? Ich dachte deswegen damals, wegen der Endzone, habe ich mich dann immer gewundert, warum Nintendo nicht die Top-Konsole ist, wo doch alle Spiele von Nintendo andauernd über 90% kriegen. 96% hier, 94% da. Nein, 96%, das wurde nicht oft erreicht. Ich meine sogar, das einzige Spiel, das zumindest damals, Raum 2005 oder so, das bis dahin jemals die 97% geknackt hat, war Ocarina of Time. Ja, die einzigen, die ja, aber so im 90er-Bereich halt, ne? Alter, für den Gamecube, ich sag's dir, Resident Evil 4, ja, und die Wind hatten Waker, auch irgendwie 95%. Metroid Prime doch auch, glaube ich. Das waren oder? Halt die Metroid Prime hatte, glaube ich, 91. Und das Ding ist, Resident Evil 4 und Wind Waker waren ja halt die besten Spiele auf der Gamecube. Ja, tatsächlich. Trauerspiel. Ich weiß nicht. Waren gute Spiele. Weil Resident Evil 4 besser ist als Wind Waker. Und war da Trauerspiel, als Resident Evil 4 doch für alle anderen Konsolen rausgekommen ist, man sich dachte, ja gut, hat der Gamecube jetzt wohl die schlechteste Version. War sau. Also das, was ich damals gerne gespielt habe auf dem Game. Warum reden wir jetzt über die Gamecube? Ist auch egal. Reden wir nicht. Was erzählst du denn jetzt, Rick? Es geht um Zeitschriften. Ich weiß, ich rede auch über Zeitschriften. Nee, tun wir jetzt nicht. Du willst doch schon wieder das Thema umändern. Du erzählst jetzt, was du auf dem Gamecube gespielt hast. Was ist Sonic Adventure 2? Nein, Need for Speed Most Wanted. Erzähl. Nein, wir reden jetzt über Zeitschriften. Ich will auch nur dazu was sagen. Aber eine Zeitschrift, die auch auf jeden Fall der absolute Shit war und ich denke, mich auch sehr als Person geprägt hat, war die fucking Screen Fun. Ich weiß. Die war super. Was ist das? Ich mochte die Lesercharts, die Top 20, wo dann immer Tomb Raider 3 oder Zelda auf 1 war. Alter Shit. Screen Fun war die Bravo Screen Fun. Das heißt, man kann sich denken, vom Inhalt her in der Zeitschrift war doch alles sehr. Da sollte niemand überfordert sein. Es war sehr leicht verdaulich alles, könnte man sagen. Er war eher dümmlich. Aber der Grund, warum man sich die Zeitschrift hauptsächlich gekauft hat, war selbstverständlich, zum einen waren da Poster drin, was hier nun wieder mal ganz cool war, und zum anderen, da war immer die CD mit den besten Sachen drauf. Viele Leute sagen immer, oh, Computerbildspiele waren so gut. Nein, bei Computerbildspiele war ein maximal mittelmäßiges Spiel drauf und dann zwei, drei unglaublich kleine Minispiele nicht mal der Rede wert sind. So, bei der Screen Fun war ein. War da nicht sogar mal einmal Anno mit bei? Ausnahme bestätigen die Regel. So, bei der Screen Fun war auch immer ein im besten Fall mittelmäßiges Spiel dabei, aber dann waren unglaublich viele kleinere Spiele dabei. Zum Beispiel waren da halt auch so Dinge drauf wie RPG-Maker-Spiele. Was mich für die auf die ganze RPG-Maker-Szene überhaupt auf aufmerksam gemacht hat, dass da sowas existiert, weil da waren wirklich viele Sachen dabei und es waren wirklich auch coole, einfach kleinere Spiele. Und das Gute daran war, dass die halt so klein und so scheiße waren, dass sie damals sogar auf meinem crappy Windows 98 Laptop gelaufen sind. Die Hauptspiele, die konnte ich meistens nicht spielen. Also die kleineren Sachen, das war so das, was ich hatte. One hatte eigentlich insgesamt eine Menge bekommen für sein Geld. Und dann später
keine Ahnung, 2003, 2004, irgendwie so. Gab es von den Screen von dann auch eine bessere Version davon. Das war eine, haltet euch fest, ihr kennt ja das Medium CD-ROM. Das war der Schnee von gestern. Alter, gab es eine Version mit einer DVD dabei. Alter! Das war alles voll nach meiner Zeit. Weil meine Screen von, die hatte noch keine CD. Ich weiß noch, mein erstes Jahr. Hätte keine CD, warum hast du die denn gekauft? Damals hatte keine Zeitschrift eine CD. Warum hast du halt dann so nicht ausrechnet die Screen Fun, wenn da nicht mal eine CD dabei ist? Ich hab alles gekauft. Ich hatte immer die Endzone, die Screen Fun. Maniac gab's damals, glaube ich, auch schon. Auf jeden Fall kann ich kurz meine Anekdote mit den DVDs zu Ende erzählen. Ja. So, ab da, wo es dann die DVD-Version gab, welche ich mir anfangs nicht kaufen konnte, weil ich hatte kein DVD-Laufwerk. Ich glaube, ich hatte damals schon einen anderen PC, ich hatte kein DVD-Laufwerk. Aber ein Freund von mir hatte das und dann hatte er sich die gekauft und da waren so viele Spiele drauf und wir dachten uns, Alter, so viele Spiele. Es war halt echt unglaublich viel drauf. Da haben sie es übertrieben. Wundert mich, wie lange sie das überhaupt aufrechterhalten konnten. Da war richtig viel Stuff drauf und es war der Shit. Das heißt, wenn man sich eine Screenfile gekauft hat, war bei mir immer so, man war ein paar Tage mindestens beschäftigt immer, weil man hatte halt wirklich einige neue Spiele. Nicht große Spiele oder so, der AAA, aber waren trotzdem gute Sachen dabei. Wie halt zum Beispiel RPG-Maker-Zeug und sowas. Also mein erstes CD-ROM-basiertes Heft war damals die PC-Player. Und ich weiß noch genau, welches Spiel drauf war, nämlich Heroes of Might and Magic 2. Und ich habe damit so viele Stunden Zeit verbracht, dass die 12 Mark sehr gut investiert waren. 12 Wahnsinn. Mark? 12 Mark! Ich glaube, die Screenfun hat 4 Euro oder so gekostet. Ja, das war aber auch ein richtiges Buch, so eine PC-Player. Ne? Diese PC-Zeitschriften damals, die waren richtig fett. Und das war halt auch ein richtig geiles Spiel. Nicht so ein Icy Tower auf der Screenfun oder so ein Shit. Also, geil. Das war schön. Wow, war das schön. Oh, bei so Spielezeitschriften, was ich auch lustig fand. Damals habe ich mir auch mal. Ich war ja tatsächlich nie der GameStar-Typ. Weil vor allem, als ich mir Zeitschriften gekauft habe, da. Keine Ahnung, wie alt war ich da dann? 14. Ich glaube, mit 15 dann auch schon nicht mehr. Ich war halt noch etwas jünger. Weil als ich dann 16 war oder so, da. Wo ich dann für etwas komplexere Zeitschriften wirklich bereit gewesen wäre, dann war halt schon Internet voll im Gange und. Wir haben ja keine Zeitschrift mehr gekauft. Wir sind halt im Internet dann auf alles gegangen. Bei GameStar zum Beispiel, wann kam Oblivion raus? 2005 kam es, glaube ich. Alter, raus, da hatte ich schon eine Xbox 360. Da war ich ja schon. 2004, da war ich ja schon über 18. Oder 2003, ich habe keine Ahnung. Da, auf der GameStar war dann so ein Bericht über Oblivion, wo sie über mehrere Seiten, wo sie dann berichtet haben, wie genau sie die Blätter gemacht haben und dies, das und was alles gibt. Und ich habe es gelesen, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich dachte mir, Alter, das muss so cool sein. Alles, was ich nicht verstehe, muss cool sein. Scheiße. Ja, mit Mods ist Oblivion der Shit. So, Wallo, du bist gerade mit der Zeitschrift. Warst du mal ein Bravo-Leser? Tatsächlich nein. Oh, ich auch nicht. Tatsächlich ist die Bravo eine der wenigen Sachen, die ich ab und zu mal gekauft habe. Das passt zu dir. Wegen den Nacktbildern drin, oder? Eigentlich nur wegen. Warum dann? Wegen den Nacktbildern und weil man wissen will, was für ein Bullshit bei Dr. Sommer geschrieben wurde. Ja, eigentlich nur wegen Dr. Sommer. Also ich hatte auch meinen Spaß mit den Leserbriefen in der Big N und in der Total und so. Das die war waren sowieso geil. Der Shit. Vor allen Dingen gab es bei der Total und bei der Big N gab es so einen Typen, der immer so richtig arschlochmäßig zurückgeschrieben hat. Ne? So eine richtige Drecksau. Du hast ihm geschrieben. Eine richtige Fotze. Und der war eine richtige Fotze zu dem. Ich hab's geliebt. Ich hab so immer dann auf 5 Seiten Leserbriefe, ne? Da hast du drauf gegeiert. Das erste, wo du hingeblättert hast, oh, die Leserbriefe. Was schreibt er zurück? Und dann, lol! War der Shit. Das war echt, boah. Onkel Tom, wenn du das hörst, das war nicht der Typ, du warst mein Held. Mein Held. Der Held meiner Jugend. War echt geil. Nur der Onkel Tom. Ja, war geil. Die einzige Zeitschrift, wie Ricky sich gekauft hat, war die Bravo. Das ist ein bisschen peinlich, Ricky. Sowas will ein Crazy Let's Player sein. Aber, wisst ihr was? Leckt mich. Danke. Nee. Ich war mehr Fan von der Bravo Screen Fun. Und Kids Sommer natürlich der absolute Shit. Aber ich glaube, da kommen sogar auf meinem Kanal ein paar Videos drüber. Insofern muss ich, glaube ich, nicht allzu viel darüber erzählen. Ich habe die Kidzone ja damals gekauft, obwohl ich eigentlich schon zu alt dafür war. Ja, die, von der so ich die Kidzone gekauft habe, da gab es dann auch so eine, kennt man ja, gab es damals
weil drinnen Zeitschriften so, hey, so eine Umfrage, wer überhaupt die Zielgruppe ist, wo Leute dann über sich so ein bisschen so ein paar Sachen ausfüllen sollen und dann können sie irgendwas gewinnen oder so. Und die Person, die es davor hat, hat das ausgefüllt. Sie war 15 Jahre alt und weiblich. Ich hab mal gerade. Deswegen waren die auch in so einem guten Zustand. Ich hab mal gerade so nach Big N und sowas gegoogelt, weil es ja gerade gesagt hat, habe ich gerade auf eine Seite gefunden, auf einer Internetseite, was steht. Von 2003. Am 15.10. kommt die neue Endgames in den Handel und zwar ab sofort nur für 2,90 €. Alter. In der neuen Ausgabe finden ihr exklusive PAL-Tests zu Mario Kart Double Dash und F-Zero GX. Alter. Ah. Ja, war auch geil. War geil. Die Big N war der Shit. Hätte ich da nicht. Ich finde die Zeitschriftenzeit, die war, es war eine sehr schöne Zeit, weil Internetseiten ist halt, sie können es halt auch nicht wirklich ersetzen, weil. Nee. In der Zeitschrift, da waren halt viel mehr schöne kleine Details und sowas. Und da hat man sich auch noch drauf gefreut. Nicht. Ja. Man hatte halt den Termin dann und dann gibt es Informationen, vorher nicht. Ich glaube, es war auch cool, wenn man so eine Zeitschrift insgesamt dann geleitet hat oder gearbeitet hat, weil die Leserbriefe, die du bekommst, sind in der Regel nur Fanbriefe, weil warum sollte sich jemand, der dich nicht mag, wenn der jemanden von der Zeitschrift nicht mag, sich die Mühe machen, dann Briefe zu schreiben? Wie oft passiert das? Das heißt, Leute haben dir gesagt, was sie gut finden und was sie für Fragen haben und sind nicht auf den Sack gegangen mit ihrer weinerlichen Scheiße. Ja, keine Hater-Kommentare. Ja. Keine Hater. Das stelle ich mir ziemlich cool vor, weil woher sollen die herkommen? Ich meine, die haben dich einfach Briefe geschrieben. Und haben die gesagt, was du für eine Fotze bist. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe trotzdem Briefe gekriegt. Und nein. Ja. Ja, aber ja, ich glaube, das passt der Zeitschriften soweit ganz gut zusammen. Ja. Ich vermisse sie tatsächlich. Ja, ich auch. Das war schön. Und mir ist es egal. Sie werden nicht wiederkommen. Nein, das ist durch. Man kann sie aber noch kaufen. Es ist halt nur immer so, wenn man sich dann eine kauft, blättert man so durch und ja, weiß ich. Ja, es ist einfach nicht mehr aktuell genug. Ja. Hält leider nicht mehr mit. Oh, Mickey Mouse war auch der Shit damals. Oh, hab ich jeden Donnerstag. Ja, das hab ich auch mal geguckt. Mickey Mouse, jeden Donnerstag. Alter, bei mir war es auch, was ich ziemlich cool fand, ich hatte dann auch einige Mickey Mouse Hefte von meinem Vater, also scheiß viele, wo irgendwie meine Oma da aufgehoben hat. Das heißt, es waren dann welche aus, keine Ahnung, aus den 70ern, 80ern sowas. Und das war ziemlich hart, der Shit. Weil ich hatte da so unglaublich viel, ich hatte hunderte auf einmal von einem Tag auf den anderen. Geil. Und die waren damals eigentlich auch relativ cool, die alten davon. Habe ich ja leider auch nicht mehr. Aber man wollte doch auch das Extra haben. Das Gimmick. Ich weiß nicht. Ich glaube, damals waren da so Extras eh nicht wirklich drin. Zu meiner Zeit schon. Damals waren die Extras das Yps-Heft. In der Mickey Mouse gab es das bei meiner Zeit schon. Ich war jetzt aber 70er, 80er. Ja, ich musste gestehen, das war nicht meine Hauptzeit. Ich weiß, deswegen erzähle ich davon, ja. Ja, okay. Oh, und wisst ihr, was ich auch super fand? Damals, eine Zeit lang, war eine sehr kurze Zeit, aber da war es der Shit für mich. Es war die fucking Mad. Hab ich nie gelesen. Alter. Es war eigentlich nur Popkultur-Parodie-Zeug und. Hast du es überhaupt verstanden? Halt auch echt nicht lustig. Es war sehr. Es war sehr weit unten. Ich weiß nicht, ob es wirklich im Nachhinein vielleicht heutzutage betrachtet, ob es vielleicht ein bisschen mehr damit auf sich hat, aber so wie ich es in Erinnerung habe, dann ist es halt so wie South Park zum Beispiel auf jemanden, der es nie wirklich geschaut hat, wirkt. Es halt einfach nur dumm mit Fäkalien-Jokes ist. Ja, so stelle ich es mir auch vor. Ja, und so ist Matt ungefähr. Kann aber sein, dass ich mich da auch täusche. Weil da war ich, keine Ahnung, 11, 12 Jahre alt, danach hatte ich ja auch keine Lust mehr drauf. Weiß gar nicht, ob das Magazin überhaupt noch existiert. Ich glaube nicht. Naja. Da war es auch durch. Problem. Kann diese Wissenslücke nicht so leicht füllen. Aber gut. Zeitschriften sollten wir soweit abgehakt haben. Möchte ich noch abschließende Worte dazu sagen? Ich will nur sagen, ich wünsche mir die gute alte Zeit zurück. Na, klassisch. Und es war schön. Früher war alles besser. Grüße gehen raus an Blocky. Und Rigi? Mir sind Zeitschriften so scheißegal. Okay.
Entschuldigung, ich habe gesagt, mir sind Zeitschriften so scheißegal. Das habe ich mir gedacht. Na, kein Arschloch. Okay, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss.